Hallo Leute, hier ist Jochen von S21 BauTV mit einem neuen Video und ihr seht es schon, heute nicht aus Stuttgart. Ich bin heute für euch am Tag der offenen Baustelle in Mühlhausen in Täle. Hier wird die sogenannte Filztalbrücke gebaut. Und die Filztalbrücke, die verbindet zwei Tunnel. Das ist vor uns der Steinbildtunnel. Und hinter uns, da oben irgendwo, der Bosler Tunnel, der ja mit der Tunnelbaumaschine Kätchen gebohrt wurde. Und da Kätchen jetzt fertig ist, gibt es heute hier ein tolles Fest. Sonne scheint, sommerliche Temperaturen, Musik, Stimmung. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal auf den Berg hoch. Ja. Und dann schauen wir mal, was es da oben zu sehen gibt. Dieses komische Gerüst über uns, das ist für den Brückenbau, also für den Brückenkörper. Und es ist wie so eine Klappschale, oder ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt beschreiben soll. Das kann nach unten aufklappen, wenn das Stück fertig betoniert ist. Und dann wird das einfach nach vorne geschoben und dann klappt es wieder zu und dann hat man eben die Schalung für den nächsten Brückenabschnitt. Und damit es dann in der Zwischenzeit zwischen dem und dem Pfeiler nicht irgendwie runterfällt, brauchen wir hier halt noch eine kleine Behelfsstütze. Übrigens da drüben, mitten im Hang, da läuft die A8, die Autobahn A8. Da, wo jetzt der LKW fährt. Ja, der Aufstieg ist anstrengend, ist steil. Und es geht hier noch weiter. Ja, Lieben, jetzt sind wir auch oben angekommen und da sind auch schon die Lächle. Die Lächle, aus denen dann später mal der Zug kommt. Also auf gut Hochdeutsch die Tunnelportale, aus denen später mal die Züge kommen werden. Und wenn wir uns jetzt drehen, dann haben wir hier auch schon eine ganz tolle Aussicht. Da drüben sehen wir das Portal des Steinbildtunnels, Hohenstadt, also fast Hohenstadt. Kann man jetzt sehen, da sind die Lächle schon zubetoniert, also die Tunnelinnenschale ist schon fertig. Ja, und wenn der Zug dann da später mal rauskommt, dann muss er direkt auf die Brücke. Und dann geht's in dem Lächle weiter. Da hier steht Kätchen. Nach getaner Arbeit darf sie sich jetzt hier ausruhen und noch ein bisschen die Aussicht genießen. Bevor es dann zurückgeht an den Eichelberg. Und dann wird die Gute demontiert. Und bei Tunnelbaumaschinen ist es tatsächlich so, dass die hinterher keinesfalls Altmetall sind.
kann man ganz vieles wiederverwerten und dementsprechend gehen dann auch entsprechend große Teile wieder zurück zu Herrenknecht, dem Hersteller der Maschine, und werden dann auch wieder aufbereitet. Und gerade denke ich mir noch, irgendwas stimmt an diesem Bild hier nicht. Und wer weiß, was hier fehlt, der darf es gern in die Kommentare schreiben. Ja, und hier sind wir jetzt mal hautnah an der Brücke. Und zwar, jetzt da mal reinzoomen in diesen Schalwagen. Dann sehen wir jetzt da hinten auch diese Armierungsstähle hochstehen. Und zwar die Brücke an sich hat ja so eine Kastenform. So eine viereckige Innenhohl, und das heißt, das wird jetzt zuerst quasi U-förmig ausbetoniert, der untere Teil, dann werden diese Armierungsstähle in die Waagrechte gebogen, ja, und dann wird die Decke betoniert und dann kann die Schalung ein Stückchen vorrücken. Und jetzt habe ich doch noch eine Stelle gefunden, wo man von hier oben das Portal vom Steinbildtunnel sieht. Auch noch was Interessantes, was jetzt nicht wirklich was mit S21 zu tun hat, aber da drüben ist der Alpaufstieg an der A8, wo sich die Autobahn über dieses schon recht alte Brückenbauwerk quält. Und da gibt es jetzt ja Pläne, dass der Autobahn-Alpaufstieg jetzt dann endlich mal neu gestaltet wird. Und da sind auch ganz viele Tunnel und Brücken vorgesehen. Ja, und jetzt gehen wir mal in die Unterwelt. Hier am Tunneleingang kann man jetzt den letzten Tübingenring, die letzten beiden Tübingenringe schön sehen, schön erkennen, wie das funktioniert. Ja, hier geht es jetzt erstmal nicht weiter. Hier müssen wir uns mit der Aussicht begnügen.
Und oh Wunder, genau da drüben sehen wir das Portal vom Steinbüttel. So, wenn wir jetzt den Tübingen Ring nach oben folgen, dann sehen wir da immer so ein Kurzstumpe, wie der Schwab sagt, also auf gut Hochdeutsch ein zu klein geratener. Das ist ja der sogenannte Schlussstein. Und erst der Schlussstein macht den Tübingenbogen standfest. Übrigens, hier wo ich jetzt stehe, wird in Zukunft der Zug fahren. Und zwar über meinem Kopf. Ja, ihr habt richtig gehört. Hier wird noch werden die Gleise, also die Sohle wird noch auf 2 Meter ausgebaut. Die Züge fahren dann quasi wahrscheinlich irgendwo auf der Höhe da drüben, wo jetzt die Leitungen hängen. Ja, hier sieht man jetzt noch mal einen der Pfeiler, die sich ja noch so y-förmig verzweigen müssen. Und da drüben sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Ja, nochmal ein paar interessante Zahlen zum Tunnel. Der Großteil des Aushubs wurde für Ziegel verwendet. Den hat die Ziegelindustrie aufgekauft. Ich meine, es waren 10 Millionen Tonnen. Und daraus wurden dann wieder Ziegel. Und zwar in Hochzeiten waren pro Tag 180 LKWs unterwegs, um die täglich anfallenden 10.000 bis 14.000 Tonnen Ausbruch abzutransportieren. Ja, und jetzt sind ja die Röhren soweit fertig, mit Tübingen ausgekleidet, also wir haben auch schon die Innenschale, jetzt wird noch die Sohle betoniert, wie gesagt 2 Meter hoch. Ja, und dann ist der Tunnel auch bereit für die eisenbahntechnischen Geschichten, also Stromsignale, Schienen und so weiter und so fort. Die Pfeiler von 2, also pro Brücke sind dann 4 Pfeiler verzweigen sich und um diese Schräge zu bauen, braucht es ja auch noch ein bisschen spezielle Armierungsarbeit. Ich habe noch mal was.
Es gibt ja der Bauer schon vor mit seinem Entwurf, der sagt ja, was er haben möchte und wie er es haben möchte. Da hätte das eine oder andere vielleicht schon einen Stall machen können, aber auch der muss irgendwo hoch, muss er den Stall irgendwo. Geht ja einer den einen, das muss ich in Zahlen hochgeben, dann muss ich in Position halten, dann muss ich verschweißen, dann muss ich beschichten. Und auch so selbst. Das ist warm, oder? Und da sind wir noch oben, und da sind wir unten. Ja, aber ich habe jetzt hier den das eine oder andere hat halt, das eine hat einen Stall vielleicht einen Vorteil. Das ist ein Stall, aber ein Stall. Das ist so ein das kommt immer drauf an. Das ist der Bayer drin. Wir machen mal lassen, die aus unterfreundlichen Zügen. Da kann man auch mal komplett was ähnliches. Das geht dann nicht. Aber manchmal ist es jetzt, wenn es in dem Fall ist, halt, dass er geht in den Stillen. Ja, ich bin jetzt schon wieder auf dem Abstieg und hat man noch mal einen schönen Blick auf den Pfeiler. Es ist übrigens so, dass die sogenannten Hauptpfeiler hohl sind und die restlichen Pfeiler sind massiv. Und da drüben sieht man jetzt noch mal ganz gut die A8, der Alpaufstieg. Ja, und hier sehen wir jetzt noch mal einen dieser Hauptpfeiler schon, da ist schon dieses Y-Stück fertig vorbereitet. Und hier dann nochmal der Hilfspfeiler. Der ist also einer der Hilfspfeiler und der andere ist hier. Das ist bestimmt einer der Arbeitsplätze im Ländle mit der besten Aussicht. Gefolgt von dem und dem vermutlich. Beim Highlight der Veranstaltung angekommen, Kinder baggern. Ich würde ja auch gern mal, aber ich glaube, ich bin zu groß. Schade. Da wir unschwer erkennen können, sind wir jetzt ein Stock tiefer sozusagen. Und das Nahziel ist da unten. Da gibt es nämlich leckere Kuchen, wie es aussieht. Ja, wie ihr seht, auch für das leibliche Wohl ist hier
bestens gesorgt. Ich habe mich jetzt inzwischen gestärkt und werde jetzt das Shuttle nehmen, zurück zum Eichelberg. War ein sehr spannender Tag der offenen Baustelle, wie immer. Und ja, für euch sage ich, vielen Dank fürs Zusehen. Und schaut mal unter dem Video, da gibt es einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch den Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und für alle, die es noch nicht getan haben, schaut mal, da gibt es auch so einen Abonnieren-Button. Schnell draufklicken, weil das hier war mit Sicherheit nicht unser letztes Video. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt es noch einen ganz kleinen Nachschlag. Ich stehe jetzt am Eichelberg. Ihr seht hier das Förderband von der Kätchen, von der TWM. Ja, und hier vorne, das wird dann wohl schon der künftige Streckenverlauf sein. Schätzungsweise. Und hier geht es dann weiter. Hier noch ein kurzer Blick Richtung Stuttgart.